Eggert, wir haben Sie ausgewählt, dass Sie nun die GAS 2010 eröffnen dürfen. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie am heutigen Samstag hier in Geilenkirchen zur 21. Autoausstellung begrüßen zu dürfen. Viele Attraktionen für Kinder, viele Attraktionen für Familien, da danke ich nochmal 100,5. Hervorragend gemacht. Ich möchte dann hiermit offiziell die Geilenkirchener Autoausstellung eröffnen. Wir haben in diesem Jahr auch eine Verlosung für den guten Zweck hier ins Leben gerufen. Es geht um einen Chevrolet Matiz und einige Tankgutscheine im Wert von bis zu 500 Euro. Der Erlös daraus geht an die Janusz Korczak Schule und das Jugendzentrum Zille hier in Geilenkirchen. Vielen Dank und noch viel Spaß auf der GAS 2010. Losziehen. Wir haben eine sehr, sehr frei gefüllte Lostrommel. Viele Lose für den guten Zweck. Ja!